Ui, 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 guck mal da, ich hab das da bekommen. Das ist Fanpost. Und zwar nicht nur eins, sondern drei. Ich hab drei Fanpakete bekommen. Hier auf diesem Vollfettpaket, da steht irgendwas von Bier dran. Ich verdeutliche euch das mal eben. So, guck mal jetzt, auf diesem Vollfettpaket steht jetzt hier Bier dran. Und weil da Bier dran steht, werde ich diesen Paket als erstes öffnen. Hier ist noch mehr zum Öffnen. Ne. Hier ist Bier drin. Ich glaube, ich werde diese ganzen Bierflaschen erstmal auspacken und direkt nebeneinander stellen, damit man das angucken kann, was für Biersorten mir geschickt worden sind. Ich habe diese ganzen Bierflaschen ausgepackt. 24 Stück sind das. Und das sieht so aus, dass hier von jeder Sorte zwei Flaschen da sind. Und vor allem die meisten Flaschen, die kenne ich noch gar nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die schmecken und so weiter. Freut mich. Jetzt kann ich endlich wieder Bier trinken. Vielen Dank an Björn K. Für das Fanpaket. Und hier, ich denke, ich entscheide mich hier als erstes Bier trinken, Kolbitzer Pilz, weil da steht hier Heidebrauerei drauf. Und ich bin in der Heide beheimatet. Und deswegen, weil ich in der Heide beheimatet bin, werde ich dieses Bier als erstes trinken. Jetzt kann ich endlich wieder Bier trinken. So, jetzt mache ich die anderen Fanpakete auf. Werde ich jetzt hier dieses Fanpaket von Ramses der Dicke aufmachen? Ui! Guck mal da! Hier, wie heißt das nochmal? Spezi Hot Chicken Flavor Ramen. Hier diese schärfste Nudeln oder was das ist. Ich weiß, wofür diese Nudeln hier sind. Die so scharf sind. Hier, diese Schalienge. Ramses wollte, dass ich hier diese Schalenge mache. Diese Herausforderung, wo ich das hier, hier probiere, das zu fressen. Das komplett aufzufressen. Diese scharfen Nudeln. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich überhaupt hier überhaupt gar kein Fan von scharfen Sachen bin. Und hier, wie heißt das Ding nochmal? Und ich werde extreme Schwierigkeiten bekommen, das aufzubekommen. Ich werde da bestimmt ganz Massen an Milch saufen. Vielleicht kotze ich dran. Da bin ich gespannt drauf. Das wird hart für mich, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich werde mein Bestes geben. Und diese Herausforderung werde ich dann irgendwann in der kommenden Zeit durchführen. Und ui, da ist noch was drin. ne, hier. Wie heißt das nochmal? Auflade,
wie heißt denn das Ding nochmal? Was man hier in der Steckdose reinschieben kann. Und wo man hier den USB dran schließt. Aufladeadapter oder so heißt das. Und hier sind noch Kopfhörer zum Rumhören. Und hier ist doch ein Aufladekabel. Und dieser Kabel, der sieht so fett aus. Ich habe davon voll viele von diesen Mini-USB-Kabeln. Aber trotzdem vielen Dank. Und ui, hier ist doch was drin. Ne. Ein Gummihandschuh. mit einem harten Material drin. Ich prüfe, was in diesen Gummihandschuh drin ist. Nee, da sind noch mehr Gummihandschuhe drauf. Und ui. Ui. Nee. Geil. Hier. Ein Smartphone. Mit Riss. Geil. Freut mich. Huawei. Ich werde hier so ein paar Tests machen. Wie weit dieser Handy besser ist als mein altes Handy. Mein bisheriges. Weil mein anderes Handy, das ist voll verbuggt und so weiter. Und deswegen trifft sich das voll gut. Und ui, ich habe eben gerade die Produktbeschreibungen zwischen den beiden Handys verglichen. Und mir ist aufgefallen, bei den Produktbeschreibungen, dass dieses Handy hier, was mir Ramses geschickt hat, besser laufen sollte. Hier mit den Werten und so weiter, hier schneller läuft und mehr Speicher hat und sowas. Jetzt kann ich endlich mal hier, jetzt habe ich endlich dieses Handy abgelöst bekommen. Dieses Handy hat mich sonst total genervt auch, weil dieser hier so verbuggt ist und oft so langsam läuft. Oh Scheiße, ich habe ja gerade mein Bier ausgetrunken. und deswegen werde ich jetzt ein neues Bier trinken. Diesmal habe ich mich hier für Kurpfalzbräu oder wie sich das nennt, Helles entschieden, um das zu probieren. Beziehungsweise, ich glaube schon, dass ich den schon mal getrunken habe, aber ich bin mir irgendwie jetzt gerade nicht so sicher. Und oh Scheiße, es ist langsam Nachtruhe geworden. Es ist 10 Uhr überschritten, voll Scheiße. Und deswegen werde ich auf dem ruhigen, systematischen Wege das Bier mit einem Bieröffner öffnen. Damit das weniger Krach macht. Und währenddessen ist dieses Bier trinke, werde ich diese letzte Fanpost öffnen. Und diese Fanpost, die kommt von Lars H. Vielen Dank für die Fanpost. Ne, hier, ich habe hier so ein Buch bekommen oder sowas. Und damit ihr euch das besser angucken könnt, werde ich euch erstmal hier in die Ich-Perspektive pflanzen. Das ist das Buch, hier, Hamburg, fast umsonst. Hamburg ist gar nicht so weit, hier 100 Kilometer von mir entfernt ungefähr. Ich wohne ja in Bremen. Und ich werde das ein bisschen rumblättern. Und ui, ein hier, geil, ein Wickhühler Kartonstück. Und, ne, geil, ich habe Kleingeld hier zugeschickt bekommen. Vielen Dank für dein nächstes Bier. Beste Grüße vom Teutoburger Wald. Viele Grüße zurück. Ich zähl mal, wie viel drauf sind.
1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. 3,40, 50, 60, 3,60 Euro. Davon kann ich mir ein 6er Trier kaufen gehen. Ja, ich werde mir dieses Buch. Wie heißt denn das Ding nochmal? Weil Hamburg ist eine schöne Stadt. Wenn ich ehrlich bin, bin ich sogar Hamburg ziemlich interessiert. Weil ich glaube, dass diese Stadt hier viel mehr Offenheit ausstrahlt als Bremen leider. Und deswegen gefällt mir die Stadt einfach viel besser. Ja, ich würd mir da so einiges anschauen. Laris H., vielen Dank für die Fanpost. Hab mich gefreut. Aber eine Sache muss ich dazu sagen. Deine Fanpost hat mich extrem verwundert gehabt, dass dieser in meinem Postkasten plötzlich drin war. Weil hier sowohl Ramses als auch Björn hatte ich vertraulich meine Adresse gegeben, damit diese mir die Post zusenden konnten. Und bei dir war es anders gewesen. Du hast irgendwie meine Adresse ermitteln können. Ich könnte mir vorstellen, auf welchem Wege du eventuell meine Adresse herausgefunden hast. Aber ich werde dich deswegen drum bitten, meine Adresse niemals öffentlich preiszugeben, sondern einfach für dich zu behalten. Und zum Thema Fanpost. Ich freue mich über Fanpost. Und hier und deswegen habe ich mir überlegt, jetzt demnächst eine Packstation einzurichten. Und sobald ich diese Packstation angemeldet habe, dann werde ich ein separates Video machen, dass ich eine Packstation angemeldet habe. Extra mit den Daten und so weiter, wo ihr künftig mal eure Pakete hinschicken könnt. Das wollte ich machen. Und dann bin ich sehr gespannt drauf, was für Fanpost vorbeigeschickt kommt. So, das waren diese drei Fanpakete aufmachen Video. Und vielen Dank an Björn, Ramses und Lars für die Fanpakete. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.